Aktuell richten sich viele Blicke während des Waldspaziergangs wieder auf den Boden. September und Oktober sind die Hauptmonate der Pilzsaison und versprechen die reichste Beute. Gerade finden sich verhältnismäßig wenige Speisepilze. Ursula Hirschmann schätzt aber, dass es bald wieder mehr werden. Es gab heuer verhältnismäßig früh schon mehr Speisepilze. Es sind auffallend viele Steinpilze zeitweise gewachsen. Und was noch auffallender war, Pfifferlinge, die man oft kaum mehr sieht, die sind heuer teilweise wirklich korbweise gesammelt worden. Insgesamt gesehen, wenn ich es jetzt von den Pilzberatungen her vergleiche, habe ich ziemlich genauso viele Pilzberatungen gehabt wie im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit. Bevor man aber in die Pilze geht, gilt es sich im Vorfeld mit den Merkmalen essbarer Sorten auseinanderzusetzen, damit man nicht statt zum leckeren Champignon zum giftigen Knollenblätterpilz greift. Der ist in diesem Jahr an manchen Stellen gehäuft aufgetaucht, er kann aber auch einzeln vorkommen. Der Pilz enthält Nervengifte, die Leber schädigen und bis zu 36 Stunden nach dem Verzehr heftige Brechdurchfälle verursachen können. Erkennen kann man ihn daran, er steckt, wenn er jung ist, in einer allgemeinen Hülle, sieht dann aus wie ein kleines Ei. Wenn er sich streckt, reißt es auf und dann bleibt hier an der Basis, ich mache das einmal ein bisschen ab, dass man es besser sehen kann, ein Rest von dieser Hülle, das ist die sogenannte Volva oder lappige Scheide. Er hat immer einen Ring am Stiel. Die Lamellen sind wie bei allen Knollenblätterpilzen weiß oder weißlich. Die Hutfarbe ist variabel. Sie sehen bei dem Pilz jetzt, der Rand ist fast weiß, dann wird er so gelb-grün und der kann bis ganz dunkel-olivgrün in allen Farbschattierungen gefunden werden. Doch nicht nur Knollenblätterpilze können dem Menschen gefährlich werden. Giftige von verträglichen Sorten zu unterscheiden, ist für den Laien aber nicht immer einfach. Die Expertin rät sich, im Zweifel nicht auf digitale Pilzbestimmungs-Apps zu verlassen und auch Pilzratgeber miteinander zu vergleichen. Es gibt nur eine Pilzregel, auf die man sich verlassen kann, nämlich hundertprozentig sicher als Speisepilz erkannte Pilze zu essen. Wenn der geringste Zweifel ist, Pilz weglassen und keine Experimente machen mit Pilzen, die man nicht kennt. Daher gilt, wer sich nicht sicher ist, sollte vor dem Verspeisen immer einen Experten um Rat fragen, um an den gesammelten Pilzen auch lange Freude zu haben.